Hallo, hier unser Video zum Thema Adventskranz selber machen. Was wir brauchen, ein Kranz, dann natürlich Grün, Tannengrün. Das Tannengrün sollte man in kleine Stücke schneiden, in etwa in diese Größe. Das so. Dann nehmen wir die einzelnen Stücke und stecken sie einfach zwischen die Holzstäbe des Kranzes. Wie viel drin man steckt, ist natürlich Geschmackssache. Je nachdem, wie viel man auch vom Holz noch sehen möchte oder gar nichts, dann kann man natürlich auch alles verstecken. Das ist, bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber vom Prinzip her funktioniert das dann eben so. So, hier erstmal unser Zwischenergebnis. Der Kranz ist gefüllt mit Grün und jetzt müssen wir den weiter verzieren. So, zur weiteren Verzierung des Kranzes nehmen wir zunächst ein Goldband. So beispielsweise. Für die Kerzen zu befestigen kann man solche Teller nehmen mit eine Nadel unten dran, die man in den Kranz hineinstecken kann, die Kerzen einfach draufstecken kann. Das zeigen wir aber später noch. Zunächst jetzt das Goldband. Dieses wird einfach um den Kranz drum herum gewickelt. In welchem Abstand dass man das haben will, kann man selbst entscheiden, je nach Geschmack. Wie viel Grün man noch sehen möchte. So, das erneut unser Zwischenergebnis. Wir haben das Goldband fixiert und jetzt die Kerzen stellen wir wie folgt drauf. Also zunächst den Teller mit der Nadel in den Kranz stecken, sodass er auch gut hält und dann die Kerze einfach oben drauf. Wenn man möchte, kann man natürlich gerne auch noch den Kranz mit Kleinigkeiten wie Holz, Dekoration verzieren, je nach Geschmackssache. Und dann natürlich am ersten Advent kann man dann die erste Kerze anzünden. Vielen Dank! Ich hoffe, unser Video hat euch gut gefallen. Ihr werdet uns wieder besuchen.